Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon in der Edition Schwert. In der letzten Folge haben wir unser Exandros verloren und ich habe mir ganz viele Gedanken drüber gemacht, wie ich jetzt weitergehen soll ohne Exandros. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich den 6. Platz jetzt freilasse, wo Exandros war. Da wir aber verteidigungsmäßig nicht gut aufgestellt sind und Exandros sehr gut in Spezialverteidigung und auch Verteidigung irgendwie ist, werde ich jetzt Sonquo aus dem Team nehmen, sodass wir quasi jetzt die Story mit nur noch 5 Pokémon beenden sollen und wenn noch einer stirbt, dann habe ich nur noch 4 Pokémon und so weiter. Also das ist jetzt nochmal eine Erweiterung zu der Mini-Nuzlocke-Challenge, die ich ja sowieso schon mache. Dadurch wird das Spiel natürlich auch wieder schwerer, aber das wird schon irgendwie passen. Und jetzt bin ich am Überlegen, da die nächste Arena ja ganz offensichtlich eine Geist-Arena wird oder Unlicht, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube Geist, müssten wir uns da ein bisschen vorbereiten, denn gegen Geist-Pokémon ist es schwer zu kämpfen. Ich weiß, dass Geist gegen Geist schwach ist, heißt aber, dass wenn ich Aranik einsetze, dass er halt auch doppelten Schaden macht, aber auch doppelten Schaden einfach bekommt, was mega dumm ist. Deswegen wäre das Beste gegen Geist-Pokémon irgendwie Unlicht-Pokémon, wie zum Beispiel ein Sneeble. Ich habe aber auch eben schon gesehen, dass zum Beispiel unser Fly mit Abschlag ja auch eine Unlicht-Attacke kann. Das heißt, Blei könnte eventuell, da er auch eine gute Spezialverteidigung hat, eventuell mit dem Abschlag sogar die Geistarena schaffen. Wenn wir jetzt natürlich auch auf der sicheren Seite sein wollen, dann wechseln wir nochmal Sneeble kurz ein für Rannixon, weil Rannixon wird in der nächsten Arena übelst dumm sein. Der bringt uns einfach gar nichts. Wir werden Rannik später wieder ins Team aufnehmen, keine Sorge. Aber ich glaube, für die nächste Arena ist einfach richtig schlecht. Ansonsten habe ich noch Sachen verändert. Ich habe Nickel zum Beispiel nicht diese Krone weggenommen und dafür diesen Magneten gegeben, was elektrische Attacken verbessert. Und Exandros habe ich das ewige Eis gegeben, was, glaube ich, die Verteidigung verbessert. Ein Item zu tragen, ein Stück Eis, das Hitze fernhält. Also vielleicht können uns sogar Feuerattacken dann... Vielleicht ist dann Exandros gegen Feuer immun. Das wäre richtig heftig. Und Attacken von Typ Eis sind verstärkt. Und Gladiola ist ja nun mal ein Eis-Pokémon, von daher ist das bestimmt ein perfektes Item für sie. So, Sneeble hat aber noch keine einzige Unlichtattacke außer Klauenwetzer, was aber keine Attacke ist, sondern nur seinen Angriff und seine Genauigkeit erhöht. Aber dafür gibt es ja TMs, nicht wahr? Hier ein schöner Gegenstoß für Sneeble. Haben wir noch einen schönen Prügler, auch für Sneeble. Keine Ahnung, wie viel Damage das macht. In einem Einzelkampf wahrscheinlich nicht so viel, aber besser als der Klauenwetzer ist es ja wohl allemal. Na, da kann Sneeble doch 2 Unlichtattacken. Das sollte lang, oder? Ja, und wenn Sneeble aus irgendeinem Grund sterben sollte, dann haben wir ja immer noch den Fly, der ja zumindest auch eine Unlichtattacke kann. Also der wird wahrscheinlich auch irgendwas Tolles machen können. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach Spike, Spuk, Spuk City, Widdy oder so. Und sehr gerne kämpfe ich gegen dich, Mary, damit ich bitte nach Spikefort darf. Oh nein, dein Team Gel ist auch da. Ist nicht dein Ernst, dass er jetzt zu dritt gegen einen kämpft oder was? Ich respektiere dich als Rivalin, aber für mich hängt viel davon ab, dass ich gewinne. Ich darf einfach nicht verlieren. Mary hatte ja zum Glück keine Geist-Pokémon, aber ist sie nicht auch die Arena-Leiterin? Irgendwie stelle ich mir das die ganze Zeit vor. Na, sei es drum. Wir haben ja jetzt Nickel diesen komischen Magneten gegeben, deswegen wird jetzt der Overdrive und der Ladungsstoß viel krasser sein als vorher. Ah, du machst mich wütend, du komisches Katzenviech. Du hast dieselben Farben wie ich, deswegen Overdrive. Ja, juck. Obwohl das nur effektiv ist. Exandros will Eiszahn erlernen, das klingt nach einer sehr guten Attacke. Sie schreckt eventuell zurück oder friert ein. Oh. Ja, Eissturm weg für Eiszahn. Ich glaube, das ist ganz okay. Aerokex. Der war von Typ Kampf, oder? Keine Ahnung. Wir probieren einfach nochmal einen Overdrive. Das ging ja eben auch ganz gut. Was? Können wir nicht? Warum nicht? Polterknecht? Das ist ja voll böse. Na gut, dann halt den Ladungsstoß. Ladungsstoß. Au. Ja, zumindest die Hälfte, das langt ja auch. Vor allem, sie greift anscheinend gar nicht an. Sie macht immer nur irgendwelche Sachen, die von mir entweder was verstärken oder sinken. Aber das ist in Ordnung. Und wegen Folterknecht kann ich jetzt die ganze Zeit nicht zweimal dieselbe Attacke machen. Das ist richtig dumm. Aber alles kein Ding hier. Ich hoffe natürlich, wir müssen noch ein bisschen kämpfen, bevor wir zur nächsten Arena kommen, damit Exandros auch wirklich ein bisschen gelevelt wird und Sneeble vielleicht auch. Oh, Nickel Level 50, das ist natürlich geil. Toxiquark. Der hat eine Weiterentwicklung bekommen? Nicht dein Ernst, dass der eine Weiterentwicklung bekommen hat. Das ist ja witzig. Ja, also Gift gegen Gift ist natürlich mega kacke. Aber jetzt können wir... Wir können immer noch... Wie lange hält denn Folterknecht? Von wem ist denn Folterknecht? Gleich vom ersten Pokémon oder was? Und das hält dann über den ganzen Kampf an? Das ist natürlich belastend. Aua, das tut doch weh. Lass das mal. Der Ladungsschuss sollte ihm trotzdem relativ viel abziehen. Ist das aber blöd. Jetzt ist ja Nickel fast tot. Dann darf Janona mal. Setzen Hypertrank ein.
Bist du wirklich so am Verzweifeln, Mary? Feuer ist natürlich scheiße gegen die. Aber ich glaube, Psycho ist ganz gut, ne? Ich habe übrigens noch ein paar Fragen, Leute. Woran merke ich jetzt, was von diesen Attacken hier eine Spezialangriffsattacke ist oder eine normale Attacke? Und zweite Frage, was bedeutet dieses Kategorie bei den Attacken? Guck mal, jetzt ist Kategorie Kreis. Okay, die sind alle Kreis. Aber es gibt auch noch so einen Stern zum Beispiel. Oder ganz komische Kategorien. Was bedeutet das alles? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Auf jeden Fall Sonsa-Sensor, das ist sehr effektiv und macht Toxicroak von 100 auf 0, weil es auch noch ein Volltreffer war, haha. Sehr gut, Jay, Noda. I'm very proud of you. Und zwar ganz schön Schwarzbrot. Mapeko hat das überhaupt eine Weiterentwicklung? Die sieht bestimmt witzig aus, die Weiterentwicklung. Naja, erstmal ein Flammenwurf. Ich glaube, Jay Noda hat auch viel zu viele Feuerattacken. Das bringt an sich gar nichts, oder? Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen lernen, dass ich die Attacken auch wirklich, also dass sie synergieren und sowas. Da kann man, glaube ich, richtig coole Sachen machen bei Pokémon. Aber ich bin ja noch ein Pokémon-Anfänger, deswegen dauert das bei mir ein bisschen. Gut, dann auf der sicheren Seite, wir äschern einfach dein komisches Morpeko ein. Ah, das war Folterknecht, das mich stärker macht. Nee, macht mich gar nicht stärker, es macht einfach nur, dass ich nicht dieselbe Attacke mal wieder einsetzen darf. Okay. Das ist also so eine Sadomaso-Tante oder was, dass sie mich hier immer foltern will. Die Mary. So sieht sie aber auch ein bisschen aus, muss ich sagen. Ist okay. Oh, was soll das heißen, Sadomaso? Bin ein ganz liebes Mädchen. So langsam verstehe ich, warum mein Morpeko so an dir interessiert ist. Du bist echt stark. Aber eins sage ich dir, ich werde meine Freunde aus Spikeford aufheitern, indem ich gewinne. Vergiss das nicht. Ich werde alle 8 Orden sammeln und erneut gegen dich antreten. Beim Champ Cup bekomme ich meine Revanche. Oh, es gibt da noch einen Champ Cup. Das heißt, es langt nicht nur die 8 Arena-Orden zu haben, sondern Champ Cup gibt es dann auch noch. Ob das jetzt so ist wie bei den alten Teilen, dass man einfach nur gegen die 4 Champs kämpfen muss? Oder gegen jeden einzelnen Arena-Challenger hier? Kann natürlich auch sein. Die halt alle 8 Orden bekommen haben. Und jetzt sind wir in Spikeford, das einen punkigen Charme hat. So, so. Ja, sieht alles so ein bisschen heruntergekommen aus. Und Team Gel hat hier einfach einen Laden und so. Also keine sehr schöne Stadt. Und der nächste Arena-Leiter heißt anscheinend Ness. Ich hoffe, das ist nicht der Ness aus Super Smash Bros. Aber hier scheint wirklich überall Team Gel zu sein. Das ist ja dann die behindertste Stadt aller Zeiten. Also hier würde ich nicht gern leben wollen. Wenn das Rolltor geschlossen ist, hält das die ganze Arena-Challenge auf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich werde es herausfinden. Ja, wahrscheinlich hat Team Gel irgendwas damit zu tun. Oder der Liga-Präsident Rosé, denn der ist bestimmt nicht böse. Willkommen in Spikeford. Geh doch zur Arena-Challenge, die ist da hinten. Was? Hä? Ich werde jetzt sofort heraus? Was? Die Arena-Challenge beginnt jetzt schon? Ja, wir sind jetzt in der Arena-Challenge schon drin. Okay, Leute. 7. Arena-Orden-Challenge, Dingsbums. Guck mal, da oben ist auch Mary oder ist das Ness? Sieht ein bisschen aus wie eine ältere Mary, da auf dem Poster da oben. Na gut, okay, wir sind jetzt schon in der Challenge und müssen anscheinend die ganze Zeit gegen Team Gel kämpfen, oder was? Hey, Arena-Challenger, willst du hier durch? Zu dumm, ich will dich nämlich nicht durchlassen. Das ist eine klassische Patz-Situation. Du willst durch und ich will dich nicht durchlassen. Tja, dann lass uns wohl kämpfen. Hä? Klingt wie ein schlechter Start eines Pornos. Dann zeig mal, hast du wieder... Ja, wieder nur ein Geradax. Also diese typischen Team Gel-Pokémon. Die haben einfach nur 2 bis 3 Pokémon. Ja gut, da sollte Nickel keine Probleme haben mit ihren nochmal verbesserten Overdrive. Dann ist Overdrive ja doppelt verbessert, nicht wahr? Weil Overdrive ist zum ersten eine Lärmattacke, was verstärkt ist durch ihren eigenen Typus. Und dazu ist es eine Elektroattacke, was verstärkt ist durch den Magneten. Also einfach Hyper-OP. Oh, das war schon? Okay, alles klar. Ach Mann, ey, das ist doch alles doof. Team Gel verschwindet, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Was ich ein bisschen in diesem Spiel vermisse, ist, dass man die Mülleimer durchsuchen kann, Leute. Das war ein Highlight in den ersten Teilen. Guck mal, hier ist auch überall Liga-Präsident Rosé an den Wänden. Und nackte, also halbnackte Mädels. Schön, schön. Sag mal, kennst du die Attacke Lichtschild? Die lässt nichts durch, im Gegensatz zu mir. Haha, naja, oder zumindest wenig. Achso, das sind die, gegen die ich gerade gekämpft habe, oder was? Hallo, Pantymos! Das erinnert mich ja jetzt mega an Detektiv Pikachu hier. Pantymos, lass mich durch! Du mit deinem blöden Lichtschild. Jetzt muss ich gegen die kämpfen, oder was? Na, ihr seid ja ganz witzig. Aha! Wir haben dir doch gesagt, du kommst ja nicht durch. Du bist ja dumm. Pantymos ist viel zu OP für dich. Voll die Trolle. Die sagen mir, ey, kennst du diesen Lichtschild? und lachen sich schon ein ins Fäustchen. Würde mich dann 5 Meter weitergehen und in ein Lichtschild reinlaufe. Richtig die Pranks, das hier in Spikeford. Ein Gaunux und der kann ja Nux. Ja, ich setze einfach die ganze Zeit Overdrive ein. Das ist einfach die OP-ste Attacke aller Zeiten. Ich glaube, ich werde das auch gleich mal nach oben packen. Leute, Nickel ist viel zu krass.
Lei möchte Slam erlernen. Er will mit seinem langen Schweif zuschlagen. Okay. Klar, dann lernen das mal statt Zertrümmerer. Ich glaube nicht, dass wir zwei Kampfattacken brauchen auf Fly. Die eine Attacke von Fly, da stand eben, der geht durch diese Lichtschilder und sowas durch. Fly, mach doch einfach mal deinen Abschlag oder was das ist. Und mach Pantyboss kaputt. Oh nein, das war auch schon wieder ein Schuss in den Ofen. Wir stellen uns jetzt nochmal 10 weiter hinten hin. Panty, Panty! Um nochmal gegen dich zu kämpfen. Okay, danke Pantyboss. Also wenn ich hier gleich Detektiv Pikachu treffe, dann bin ich sehr glücklich. Das wäre wirklich mega witzig. Was wollt ihr da oben, hä? Ich sehe euch. Das ist jetzt hier so ein wilder Westen-Shooter, wo die Leute mal aus ihren Fenstern gucken, aber man muss sie dann im richtigen Moment abknallen. Boah! Als ob die so krasse Moves drauf haben. Ja, als ob! Okay, heftige Leute. Ey, lass uns doch Freunde sein. Ich meine, wir haben beide oder alle drei haben wir rote Haare und sehen voll böse aus, mehr oder weniger. Ich bin vielleicht nicht so fett wie ihr, aber sonst... Irokex! Overdrive! Als ob er mit einem Leben überlebt hat. Oh, das macht mich sauer, dass du mit einem Leben überlebt hast. Deswegen steigere ich meinen Attackewert um over 9000, um dich dann mit einem Gift-Hieb auszuschalten. Blödes Iro-Kex. Ach, weil dein Iro hat, jetzt raff ich's erst. Ist ja richtig kick. Oh Mann, ey, du kannst uns doch nicht so niederschlagen hier. Wir hauen ab. Soweit so gut. Was haben wir hier noch? Ein Top-Beleber. Der wird uns bestimmt gute Dienste leisten. Kommt vielleicht noch ein Team Gel-Mitglied oder sind wir jetzt... Du Pantyboss, du Blödkopf. Pantyboss, lass mich gefälligst durch. What the fuck ist jetzt los? Haha, wir sind noch mehr krasse Kim Possibles. Ey, staun gefälligst. Das war voll krass, was wir hier gerade gemacht haben. Snibuna! Ach was, Snibel hat noch eine Weiterentwicklung? Das war mir auch nicht bekannt. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Wann entwickelt sich das denn? Wahrscheinlich nicht ab einem bestimmten Level. Würde mich aber schon mal interessieren. Wann entwickelt sich Snibel? Snibel entwickeln. Snibel muss eine Schafklaue tragen, es muss Nacht sein und es muss während der Nacht ein Level abbekommen. Oh mein Gott, okay, also da muss man diese Schafklaue auf jeden Fall haben, bevor Snibel Level 100 ist. Das ist ja auch interessant. Na gut, wir backflippen uns wieder weg. Hui, 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 hui. Kim Possible, how you get me, give it to get me. Coole Einlagen hier auf jeden Fall. Sind wir jetzt endlich mal durch? Nickel ist ein bisschen gelangweilt von dieser ganzen Arena-Challenge. Okay, sieht aber gut aus. Ich hoffe, wir sind jetzt noch nicht... Nein, da kommt noch einer. Oh mein Gott. Ich dreh auf, ich geh auf, jetzt wird gekämpft. Hä, wie sie... Der Linke hat vergessen, sich zu schminken. So ein Vollidiot. Jetzt hat er einfach nur seine Augenringe, aber mehr nicht. Der sieht ja richtig doof aus, wenn er nicht geschminkt ist. Einfach wie so ein alter Sack. Oh, Snibel darf sich auch mal beweisen. Das ist ja höchst interessant. Meint ihr, Snibel überlebt einen Überschallknall? Ich will es eigentlich nicht ausprobieren. Also es wird alle treffen. Und wenn das jetzt alle tötet, dann ist Snibel halt auch tot. Deswegen lassen wir das mal lieber und machen mit dem Overdrive beide einfach weg. Aber erstmal Snibel mit dem Eissturm, das beide bestimmt richtig krass einfriert. Oh ja, krasser Damage. Wow, I'm so impressed. Was? Als ob das eine Ding den Overdrive überlebt hat. Hey, verbiss. Nein, nicht mein Snibel. Hallo? Jetzt spinnt er ja völlig. Volltreffer und sehr effektiv. Der komisch ungeschminkte Typ. Lässt du wohl bei Snibel in Ruhe, sonst habe ich nur noch 4 Pokémon im Team. Snibel ist wieder erholt. Und Durchbruch, das ist dein Durchbruch, Fly. Sehr gut. Sogar ein Volltreffer. Heftiger Kack. Hab ich nun als Mitglied von Team Gel versagt oder als Arena-Trainer? Ach, mir egal, dass du gewonnen hast. Als nächstes kriegst du es mit dem Arena-Leiter zu tun. Und der hat mächtig was auf dem Kasten. Mach. Ich mach mir keine Illusion. Jeder weiß doch schon längst, wer wirklich hinter Team Gel steckt. Dass du mich ohne meine Teamschminke erwischt hast, krass Tierkeil. Bestimmt nicht. So, und jetzt mache ich erstmal die Biege. Nur zur Sicherheit. Hä? Bestimmt Liga-Präsident Rosé. Das ist der Oberbösewicht, der hier alles macht. Okay, da geht's gleich weiter. Das ist schon wieder der ungeschminkte Typ. Da jetzt gleich Arena-Leiter anscheinend kommt, werden wir nochmal unsere Pokémon auf jeden Fall heilen. Und Pokémon Erfolge heilt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Mit was? Könnt ihr jetzt mal kurz den Mund halten? Ich rede. Oh, Dizzy, hast du mich erschreckt? Tut mir echt leid, aber ich bin so wütend. Ich habe gerade verklickert bekommen, dass Spikeford für mich abgeriegelt wurde. Für sie? Mit Spikeford geht es einfach immer weiter den Bach runter. Und was unternimmt der Arena-Leiter Netz dagegen? Nichts. Er tut so, als wäre alles in Butter. Deshalb haben wir irgendwann die Sache in die Hand genommen. Wir haben uns als Team Gel verkleidet, um die Arena-Challenge zu sabotieren. Unser Plan war, keine anderen Challenger in die Stadt oder ins Arena-Stadion zu lassen. Damit hätte Miss Mary ein leichtes Spiel gehabt und die Arena-Challenge ganz alleine gerockt. Das wäre ihr Ticket zum Champ Cup gewesen.
Ihre Chancen, den Champ vom Thron zu stoßen, wäre damit sowas von gestiegen. Oh, ich fasse es nicht. Das ist doch Betrug. Unter guten Fans stelle ich mir definitiv was anderes vor. Ach, das merkt sie ja früher, dass ihre Fans einfach die blödsten aller Zeiten sind. Sie vergisst diesmal alle Arena-Formalitäten. Geh einfach direkt den Arena-Leiter herausfordern. Oh mein Gott, das ist einfach so ein Straßenkampf. Okay, ist... okay... Punk. Okay, ja doch, gefällt mir. Spikeford ist eine coole City. Kann sie auch wirklich singen? Aber irgendwie gefällt das dem Publikum anscheinend nicht. Die buhen ja alle nur. Hä? Der Sound passt überhaupt nicht zu dem, was man sieht. Da feiern sie, aber eigentlich buhen sie. Ach, endlich kommt mal jemand. Als Arena-Leiter bin ich nicht wirklich zu was zu gebrauchen, musst du wissen. Ich hatte schon Panik, dass mich deshalb keiner herausfordern würde. Alles ist scheiße, dieses Leben ist so blöd. In diesem Stadion ist Dynamics leider nicht einsetzbar. Ich kann dir also nur einen einfachen Kampf bieten. Ich hoffe, du wirst trotzdem ein bisschen Spaß daran haben. Design von der ist aber cool, oder von dem ist cool. So Punk-Gothic-mäßig. I like. Gut, dann wollen wir mal. Ich bin der Arena-Leiter von Spikeford und begnadeter Trainer von Unlicht-Pokémon. Fuck, er ist Unlicht und nicht Geist. Haben sie locker auch schon wieder irgendwann gesagt. Gegen Unlicht ist Unlicht natürlich mega dumm. Dank meiner sensiblen Seite nennt man mich den wehmütigen Ness. Dieses Lied ist für alle, die glauben, mich in einen Pokémon-Kampf besiegen zu können. Also für dich. Mein Team kann es kaum erwarten. Jetzt wird's gerockt. Spikeford! Keine Ahnung, was gut gegen Unlicht ist, gell? Aber ich glaube Fee? Ach, das Viech. Ja, hä? Lol, aber gegen den haben wir doch davor schon gekämpft. Unlicht gegen Unlicht ist natürlich mega dumm. Wollen wir trotzdem mit Sneebel ein bisschen kämpfen? Na komm, einfach mal, damit Sneebel überhaupt irgendwas gemacht hat. Metallklaue! Zack, zack, zack. Kann eventuell irgendwas machen. Das hat ja gar keinen Damage gemacht. Okay, tschüss, Sneebel. Du bist sehr gut. Sehr gut, dass ich Sneebel auf jeden Fall ins Team geholt habe. Ist aber auch total underleveled. Ja, aber dann sollte Nickel das ja easy peasy schaffen, oder? Ach, guck mal, Kampf ist sogar sehr effektiv. Ja, Fly, dann darfst du, wenn Kampf sehr effektiv ist. Gegen Unlicht, das ist ja interessant. Dann bitteschön, eine sehr effektive Durchbruchattacke von Fly. Zack. Das war dann hier aber ja mehr oder weniger wirklich wie die alten Arenen, ne? Aus den ersten Teilen. Also nichts Spezielles von irgendwie wirklich, dass es eine Arena ist oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht der richtige Arena-Leiter ist. Und man gar nicht einen Arena-Orden von dem bekommt. Weil das ja jetzt auch weder in der richtigen Arena-Challenge stattfindet, noch wirklich eine Arena-Challenge da war, sondern man hat ja einfach nur gegen ein bisschen Team Gel am Anfang gekämpft. Also, keine Ahnung. In dem auch Durchbruch sehr gut. Nee. Calamanero! Macht recht guten Damage, weil das sehr effektiv ist. Ist natürlich blöd. Wir sind aber zum Glück als erstes dran. Deswegen sollte der hoffentlich weg sein. Und als nächstes kommt hoffentlich ein Viech, das nur Unlicht kann, weil Unlicht ist, glaube ich, nicht sehr effektiv gegen Kampf. Und Fly ist ja nun mal Kampf. Wir müssen gleich Sneebel auf jeden Fall nochmal wiederbeleben. Hier kommt der Star meiner Band. Sein gellendes Röhren ist sein Markenzeichen. Barrikadox. Ja, fuck, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich setze erst einmal eine Kuhmilch für Fly ein, damit er wieder volle Leben hat. In der Hoffnung, dass ihr Barrikadox nur komische Attacken kann, die uns nicht so viel zufügen. Okay, sieht gut aus. Dann können wir nämlich einmal auf jeden Fall wiederbeleben. Nicht, weil ich Sneebel irgendwie mag oder sowas, aber wenn Sneebel halt tot bleibt, dann hätte ich nur noch 4 Pokémon insgesamt im Team und das muss auf jeden Fall verhindert werden. Hier, komm, dann probieren wir einfach eine Slam-Attacke aus. Sie ist bestimmt auch ganz cool. Haja! Oh, sieht auf jeden Fall heftig aus. Das war ein Volltreffer und macht trotzdem nur so wenig Damage. Und Konter macht eigentlich immer mega viel Damage, ja. Konter ist so eine heftige Attacke. Ich weiß aber auch nicht, was ich dagegen machen soll, to be honest. Na gut, Nickel. Vernichte mal bitte ihr bestes Pokémon, wie sie das selber gemeint hatte. Mit einem Overdrive, der doppelt verbessert wurde. Und noch ein Volltreffer war. Das hätte einfach jedes Pokémon von 100 auf 0 gebracht. Doppelt verbesserter Elektrostoß, der auch noch Volltreffer ist. Jetzt hätte der nur sehr effektiv sein müssen. Dann besiegst du einfach alles damit. Ah, bei mir gibt es keine Zugabe, keine Songs, keine Attacken und auch keine Pokémon. Deranixon 0,5. Wir zwar alle stinken, aber was soll's? Gungtang, zeig's ihn mit Tiefschlag und Toxin. Sie sagt einfach schon, was der so drauf hat. Ist ja richtig witzig. Okay, ich werde einen Superbeleber einsetzen. Wir haben ja einen Topbeleber. Haben wir auch gerade einen gefunden für Fly. Damit sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Na gut, wir bleiben bei Overdrive. Scheint ja eine richtig tolle Attacke zu sein. Aua, Tiefschlag ist aber auch krass. Overdrive!
Hoffentlich ein One-Hit. Nein, als ob der so knapp überlebt hat. Wir werden nicht als erster dran sein. Das heißt, Nickel wird wahrscheinlich sterben, wenn ich sie jetzt nicht heile. Aber ein Supertrank wird wahrscheinlich nicht lang. Na, mal gucken. Wenn das Skunk-Tank jetzt wieder eine Attacke macht, die uns nicht attackiert, dann wäre das voll Knorke. Nein, er macht trotzdem Tiefschlag. Ist aber fehlgeschlagen. Oh, okay, dann haben wir jetzt eine sehr gute Chance, den zu besiegen. Ja, einfach mal ein Ladungsstoß. Vielleicht sind wir ja sogar als erster dran. Nein, Tiefschlag ist einfach krass. Bitte. Okay, sehr gut. Ja, dann ist ja alles perfekt gelaufen. Alle Pokémon auch noch am lebenden Ding sein. War in Ordnung. Und er war zum Glück nicht Geist, dieser Arena-Leiter. Da hatte ich wirklich Angst vor. Aber Unlicht geht ja noch. Weil Geist ist so ein Typus, der ist gegen sau viele Sachen immun und keine Ahnung. Sehr, sehr komisch. Weiß ich auf jeden Fall noch aus der ersten Generation, dass ich da mega Probleme mit hatte. Ich bin froh, dass ich gegen dich antreten durfte. Meine Pokémon scheint es genauso zu gehen. Aber, weißt du was, ich bin gar nicht der Arena-Leiter, aber den Unlichtorden habe ich dem Arena-Leiter trotzdem gestohlen. Deswegen kriegst du ihn jetzt von mir. Yeah! Arena-Orden 7 von 8. Nein, Ness, wie konntest du nur verlieren? Oh, da sind ganz viele Toxels. Ich will auch noch einen Toxel. Ich brauche noch die andere Form. Wenn jetzt bis Level 55 fangen und die Uniform kriegen wir auch. Ist das die Uniform, die sie auch anhat? Weil die sieht eigentlich ganz... Die er auch anhat, weil die sieht ganz cool aus. Als nächstes fordert mich bestimmt meine kleine Schwester Mary heraus. Guck, die gehören nämlich doch zusammen. I knew it! Das war schon ein bisschen bewegend. Du hast den Kampf also mitverfolgt. Dann kann ich nur hoffen, dass du dir kein Vorbild an mir nimmst, Schwesterchen. Ach was, deine Taktik war nicht übel. Ich habe mir ein paar gute Tricks von dir abschauen können. Wirklich? Hör mal, Mary, es gibt da was ich dir sagen wollte. Ich würde meine Stelle als Arena-Leiter von Spikeford gerne an dich abtreten. Ach, das weiß ich doch schon längst. Du willst nach dem Turnier zurücktreten, richtig? Weißt du, dafür, dass du dich strikt weigerst, Dynamax einzusetzen, hast du als Arena-Leiter echt gute Arbeit geleistet. Das mag ich an dir, Bruderherz, aber ich muss dich trotzdem enttäuschen. Meine Antwort ist nein. Ich will doch der nächste Champ werden. Da kann ich nicht auch noch Arena-Leiterin sein. Stimmt, da war ja was. Okay, dann lass mich doch mal überprüfen, ob du das Zeug zum Champ hast. Danke, dass du meinem Bruder so einen tollen Kampf geliefert hast, Dizzy, aber jetzt bin ich dran. Du darfst dich also vom Acker machen. Bis bald. Oh, du hast Ness besiegt? Na dann, hier eine TM für dich. Stand-Pauke! Wäscht gegnerische Pokémon mit einer ausführlichen Stand-Pauke den Kopf und senkt dabei deren Spezialangriff. Oh nein, Erdbeben! Hey, auf Route 9 gibt's einen Notfall! Wiu, 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 bitte geh dahin! Was ist da bloß los? Kaboom, push, pow, Deleon! Hi. Oh, hey Dizzy. Danke, dass du gekommen bist, aber ich gehe diesem Lärm schon auf den Grund, keine Sorge. Ich will, dass du Hopp und euch voll und ganz auf die Arena-Challenge konzentrieren könnt. Euch fehlt nur noch der Orden von Roy, dem Drachen-Arena-Leiter, aber Roy ist eine Nummer für sich. Er ist so stark, dass ich ihn als meinen Rivalen anerkenne. So, genug geredet. Ich muss jetzt diesen Lärm von eben auf den Grund gehen. Ich, Deleon der Unschlagbare, werde eure Zukunft mit allem verteidigen, was ich habe. Für Gala! Dann wäre es das aber mit dieser Folge erstmal gewesen. In dem Tunnel geht's bestimmt weiter, deswegen traue ich mich da gerade gar nicht rein. Komische Arena-Challenge, die nächste ist dann Roy. Und ich habe auch schon erfahren, dass es danach noch nicht mit der Story zu Ende geht. Und wahrscheinlich auch noch nicht mit dem Champ sein, sondern dass danach die Story noch ein bisschen gestreckt wird. Also, es werden noch ein paar Folgen angeblich kommen. Naja, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.